Doch dann kamen Menschen, die beschmierten mein neues Kleid, nannten es Graffiti, aber Mühe gaben sie sich nicht. Arme Stümper waren das. Bis zum Mai 2011. Da wollte man mir aufs Dach steigen und es neu eindecken. Also kam wieder ein Gerüst. Und da kam so ein junger Typ vorbei. Wir kannten uns schon, denn er hatte als einer der wenigen jeden Tag einen mitleidigen Blick für mich, worin sich aber auch so ein unbestimmtes Funkeln mischte. 5, 4, 3, 2, 1. Wand. Doch sie sollte nicht nur einfach bunt werden, sondern eine prägnante Aussage bekommen und sich außerdem ins Linder Stadtbild irgendwie einfügen. Also kamen wir auf Kurt Schwitters, der ja hier in Hannover gelebt hat, gewirkt hat, aber irgendwie gar nicht großartig gewürdigt wird, außer vielleicht im Sprengelmuseum. Und da haben wir uns der Collage des Und-Bildes angenommen und diese Form und Elemente auf die Wand adaptiert und das Künstlerkollektiv Streben vorwärts ins Leben gerufen, wobei dieser Name natürlich auch Kurt Schwitters entlehnt ist. Kurze Lebensbeschreibung. Ich wurde als ganz kleines Kind geboren. Meine Mutter schenkte mich meinem Vater, damit er sich freute. Als mein Vater erfuhr, dass ich ein Mann war, konnte er sich nicht mehr halten und sprang vor Freude im Zimmer herum. Und an diesem Ausspruch von Theo von Duisburg, das Leben ist eine ehrliche Erfindung, hat sich Schwitters erinnert, als er in Paris war. Deswegen haben wir da irgendwo oben, manche haben ihn bestimmt mehrfach gesehen, den Eiffelturm auch. Bleibt Linden gewogen und tragt dazu bei, dass euer Linden auch weiterhin bunt bleibt. Und dazu, dass noch mehr solche Projekte wie meins realisiert werden können. Ihr seht ja an mir, wie gut das euch und dem Stadtteil tut. Doch nun sage ich, auf Wiedersehen. Tschüss, ciao, adieu, bye, adios, baba. Horst Chakal, Dovidenia, Adeusch, Dosvidania, Zeitchen, Ma Salama.